Ja, ich grüße euch ganz recht herzlich. Schön, dass ihr vorbeischaut. Ja, heute geht es um das Thema Aluminiumschweißen mit dem Parkside PMSG 200A1. Ich habe hier von so einem Aluminium-Vierkantrohr mal ein paar Stücke abgeschnitten. Letztes Jahr habe ich mir ja eine Terrasse gebaut, hatte ich euch auch im Video gezeigt. Und da habe ich natürlich hier Aluminium-Vierkantrohr als Unterkonstruktion genommen. Ja, warum habe ich das gemacht? Ja, weil ich habe kein Rechteck als Terrasse, sondern ein bisschen in so eine Natursteinmauer eingelassen, also nichts Gerades, also ein bisschen um die Ecke. Da musste ich ein bisschen was stückeln und konnte das natürlich mit diesem Vierkantrohr wunderbar dann machen, indem ich das dann verschweißt habe. Ja, außerdem sind diese Kaufprofile ja auch unwahrscheinlich teuer. Und der zweite Vorteil ist natürlich bei Aluminium, ich habe natürlich eine langlebige Unterkonstruktion, die mir nicht irgendwann verfault, wie zum Beispiel, wenn ich jetzt Holz benutze. Ja, das Parkside, das hat jetzt hier ein schönes Feature dabei. Das hat nämlich eine Kennlinie extra für den Aluminium, für das Aluminiumschweißen hier im MIG-Prozess. Und hat das auch hier angegeben, und zwar steht hier 1 mm AL5356. Das ist hier der ER5356 Schweißzusatz, der hier verwendet werden soll, auch unter der anderen Bezeichnung ALMG5 wiederzufinden. Ja, wir haben hier den 1 mm Draht, der hier mit dabei war. Ihr braucht auf jeden Fall für das Verschweißen von diesem Draht 100% Argon 4.6 und könnt das natürlich nicht mit eurem normalen MAC-Schutzgas machen, den ihr vielleicht habt. Das braucht ihr nicht probieren, das funktioniert nicht. Ja, was gibt es noch zu beachten? Ja, ich habe hier das Original-Schlauchpaket. Ich habe keine Kunststoffspirale drin. Ich habe extra die Stahlspirale drin gelassen, um auch zu zeigen, ob es eventuell dazu Fehlern kommt. So, was gibt es noch zu sagen? Ja, wir haben jetzt hier die kleine Rolle drauf, wie ihr seht. Und die ist natürlich relativ eng gewickelt, weil sie halt hier so eine kleine Rolle ist und hat natürlich die Radien relativ klein. Also ich empfehle euch auf jeden Fall beim Aluminiumschweißen, holt euch hier so eine große 200er Rolle, ja, wo ihr natürlich viel weniger Trall im Draht nachher habt und der sich viel besser abwickeln lässt und auch schön gerade aus der Stromdüse vorne herauskommt. Ja, wer nur ab und zu mal Aluminium schweißt und will das mal ausprobieren, für den reicht natürlich hier auch die kleine Rolle. Ja, hier unten hatte ich ja schon in einem anderen Video darauf hingewiesen. Und zwar seht ihr da den Abstand von diesem Röhrchen. Das hätte so 5 mm länger sein können. Denn genau hier in dem Fall hier, wenn wir jetzt Aluminium schweißen, könnte es dazu führen, dass genau der Draht an der Stelle abknickt, wenn er jetzt zum Beispiel im Schlauchpaket irgendwo hemmt. Weil Aluminiumdraht ist natürlich relativ weich, hat nicht so eine hohe Festigkeit wie Stahldraht. Also hier ist die Wahrscheinlichkeit am allergrößten, dass er hier an dieser Stelle abknickt und ja, natürlich dann das Schweißen sofort beendet. Die Rolle müsst ihr auf 1 mm drehen, die kann man ja hier abmachen und dann kann man die drehen. Das muss natürlich hier dieses 0,9 oder 1 mm, ich muss gerade mal gucken, ich weiß es selber gar nicht, was drauf steht. Aber ich glaube, da stand 1 mm drauf. Da kann man sehen, 0,9. 0,9 bis 1 mm. Das ist auf jeden Fall die Nut, die wir brauchen. Auf der anderen Seite ist 0,6 für 0,6er Draht. Okay, so, dann machen wir die mal hier wieder drauf, die Rolle. Und dann würde ich sagen, dann fangen wir mal an mit dem Schweißen. Ja, ich habe euch noch vergessen zu sagen, ganz wichtiger Punkt ist natürlich hier der Druck auf die Rolle. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, der Draht ist relativ weich, desto stärker jetzt der Druck von der Rolle auf den Draht wirkt, kann das sein, ich drücke den oben, drücke ich so quasi eine Fläche rein. Da gibt es natürlich auch nachher beim Rausfördern aus dem Stromkontaktrohr, gibt es natürlich da Probleme, weil die Öffnung rund ist und der Draht ist jetzt hier dann oval so ein bisschen.
Da muss man immer gucken, ob man hier die Druckeinstellung richtig hat. Ich habe jetzt mal hier den Wert auf 4 gestellt und guck mal, wie ich damit klarkomme. Sollte ich merken, dass es vom Fördern her nicht so gut klappt, dann werde ich den Druck ein bisschen erhöhen. Werde euch das aber auf jeden Fall hier im Laufe des Videos dann mitteilen, sollte das der Fall sein. Nun, ich habe mir jetzt mal einen Strom ausprobiert. Bin dann bei 18,4 Volt Spannung und 101 Ampere Stromstärke gelandet und damit gehen wir jetzt mal ins Rennen. Ich empfehle euch vorher auf jeden Fall an so einem Übungsstück erstmal ein bisschen zu üben und euch die Maschine auf euer Werkstück so ein bisschen einzustellen. Wichtig ist natürlich beim Aluminium, wenn es draußen bitterkalt ist, würde ich auf jeden Fall mit einem Heißluftföhn oder so die Stellen, die ihr schweißen wollt, auf jeden Fall schon mal vorwärmen, weil sonst gibt es mit Sicherheit Probleme. Ja, ich würde sagen, ich starte mal. Ja, das hat ganz gut geklappt. Ich glaube, es ist etwas zu stark. Ich gehe mal ein bisschen mit der Spannung runter. Aber auf jeden Fall eine Verbindung haben wir hinbekommen. Ja, das klappte schon besser. Auf jeden Fall, ja, um eine gute Verbindung hinzubekommen, ist das, denke ich mal, schon ausreichend. Jetzt werde ich mal hier oben die Stellen noch verschweißen. Die kann ich ja dann nachher abschleifen und dann machen wir mal den Schlagtest. Und gucken wir mal, wie gut es hält. Also was man hier schon mal sieht, ist, ja, hier vorne am Anfang, wenn man startet, hat man ein bisschen Probleme, weil Temperatur. Aber dann, ja, hat es eigentlich relativ gut geklappt. Auch relativ einfach. Hier hatten wir, ja, denke ich mal, relativ ein bisschen zu viel Spannung. Dadurch ist es ein bisschen heiß geworden. Aber nichtsdestotrotz ist auch hier eine Verbindung da. Ja, das hat ganz gut geklappt. Ich glaube, es ist etwas zu stark. Ich gehe mal ein bisschen mit der Spannung runter. Aber auf jeden Fall eine Verbindung haben wir hinbekommen. Ja, das klappte schon besser. Auf jeden Fall, ja, um eine gute Verbindung hinzubekommen, ist das, denke ich mal, schon ausreichend. Jetzt werde ich mal hier oben die Stellen noch verschweißen. Die kann ich ja dann nachher abschleifen und dann machen wir mal den Schlagtest. Und gucken wir mal, wie gut es hält. Also was man hier schon mal sieht, ist, ja, hier vorne am Anfang, wenn man startet, hat man ein bisschen Probleme, weil Temperatur. Aber dann, ja, hat es eigentlich relativ gut geklappt. Auch relativ einfach. Hier hatten wir, ja, denke ich mal, relativ ein bisschen zu viel Spannung. Dadurch ist es ein bisschen heiß geworden. Aber nichtsdestotrotz ist auch hier eine Verbindung da. So, ich schweiße jetzt hier oben mal die Stoßnaht noch
Und dann würde ich mal sagen, schleife ich mal oben die Fläche. So sieht es ja dann auch aus, wenn ich ja eine Unterkonstruktion mache, weil hier kommen ja die Bretter drauf. Und ja, dann schauen wir mal nach dem Hammertest, ob es hält. Ja, ist jetzt nicht hier vorne so schön am Anfang. Ja, hätte ich erst noch wegschleifen sollen, aber das ist ja erstmal egal. Ich schleife es jetzt mal ab und dann gucken wir mal. So, abgeschliffen sieht es schon mal gar nicht mehr so schlimm aus. Also da haben wir eigentlich eine gute Verbindung hinbekommen. So, hier die beiden Stellen sind eigentlich auch okay. Das ist eine eigentlich gute Schweißverbindung. Relativ einfach und schnell zu machen mit diesem Gerät. Ja, ich sage jetzt, mit dem Aluminium-Pulsgerät könnte man das vielleicht noch alles schöner hinbekommen, aber das ist ja jetzt erst einmal zweitrangig. Sieht man ja nachher nicht mehr. Aber es funktioniert. So, ich werde jetzt mal mit dem Hammer gucken, ob die Verbindung auch hält. So, da wollen wir mal gucken, was das Teil aushält. So, wie man sieht, hier Material rausgerissen, also die Schweißverbindung war perfekt. Gut, hier oben sind wir nicht tief genug reingekommen, das hätte man besser machen können, das war auch von mir schlecht vorbereitet. Aber wir werden natürlich jetzt mal direkt noch einen machen. Nun, ich habe das Ganze jetzt mal so aufgespannt, weil verschweißen würde man das ja im Liegen und da müsste man ja hier eine Fallnaht machen. Und das will ich jetzt mal probieren, wie das hier mit der Parkside klappt. Also das hat relativ gut geklappt. Sieht auch ganz gut aus. Jetzt würde ich sagen, mache ich die andere Seite noch und dann oben drauf nochmal und dann machen wir nochmal einen Schlagtest. Auch hier die Naht hat auch wieder wunderbar geklappt. Jetzt werde ich oben drauf noch mal ein bisschen beschleifen und dann noch mal diese Stoßnaht machen. Aber absolut klappt das wunderbar. Also für mich ist das eigentlich schon ein Thema, wo ich sage, damit kann ich auf jeden Fall so Sachen wunderbar schweißen. So sehen die Nähte aus. Jetzt habe ich hier oben die Stumpfnaht habe ich jetzt da abgeschliffen. Das war dann die zweite, die klappte sogar noch besser. Gut, wahrscheinlich, weil das auch dann etwas wärmer war. Aber es funktioniert. So, jetzt werde ich hier die Stoßnaht noch schweißen. So, das war die Stoßnaht. Die schleifen wir auch wieder ein bisschen bei. Aber im Großen und Ganzen würde ich sagen, echt klappt das ganz gut. Hätte ich nicht gedacht, dass es so gut geht. Also, massive Gewalteinwirkung, hinter der Schweißnaht abgerissen, also absolut super Verbindung, vollkommen ausreichend. Ja, ich bin begeistert.
So, jetzt schauen wir uns das Teil mal an. Headers war jetzt oben die Stoßnaht, die hat auch komplett gehalten, die ist auch über, also hinter der Naht abgerissen. Das hat auch gut funktioniert. Ja, die Fallnähte sind auch alle richtig stabil gewesen. Wenn ihr so reinguckt, sieht man richtig, wie die gezogen haben. Also eine richtig gute Verbindung. Ja, hätte ich so nicht erwartet, dass das so gut mit dem Parkside-Gerät funktioniert. Was ich allerdings gemerkt habe, ich hatte ja am Anfang gesagt, hier mit dieser Sauberkeit. Also hier habe ich vorher mit dem Winkelschleifer so ein bisschen die Stellen, die ich verschweißen will, metallisch blank gemacht. Mehr nicht, einfach mal kurz drüber. Was ich hier bei diesem Teil ja nicht gemacht hatte. Und da sind die Verbindungen dann auch nicht so toll gewesen. Ja, also ich empfehle euch dann doch, da wo ihr dann verschweißen wollt, macht die Stellen auf jeden Fall sauber. Dadurch bekommt ihr auf jeden Fall eine gute Verbindung. Ja, kommen wir zum Fazit. Alu-Schweißen hier mit dem Parkside-Gerät bekommt von mir auf jeden Fall einen Daumen hoch. Es funktioniert. Es funktioniert sogar recht gut, wenn man ein paar Regeln beachtet. Und ja, ich sage für den Preis und wenn man ab und zu mal so eine Alu-Verbindung braucht, ja, ist das mit dem Gerät hier wunderbar möglich. Ja, und dann sind wir auch schon am Ende hier von meinem Video. Ich hoffe, es hat euch wieder ein bisschen gefallen. Ihr konntet wieder was mitnehmen. Ja, ich freue mich natürlich, wenn ihr ein Abo da lasst und den Daumen hoch natürlich. Das wäre schön. Ja, und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und macht's gut. Bis zu meinem nächsten Video. Tschüss.